Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Lego Batman 1. Wir machen weiter. Und zwar, Selina Kyle, auch bekannt als Catwoman, ist eine renommierte Katzendiebin mit einem Faible fürs Luxuriöse. Sie ist extrem flink und wendig und ihre Peitsche ist absolut tödlich. Oh, shit. Was auch absolut tödlich ist, ist aktuell die Hitze, Leute. Puh. Ah, das hat die zwischen den Beinen. Was war das? Los geht's, Robin! Sie schon wieder. Ja. Okidoki, alles klar. Oh! Ja, kann ich nicht fliegen, gell? Erstmal alle zu Klump hauen. Bam, bam, bam. Okay. Lass uns erstmal das Gebiet hier abchecken, yo. Dass wir die genau wissen, was hier abgeht. Ey! Was war das? Das hat mich kaputt gemacht. Ich hab's nicht gecheckt. War das die Rat? Hat die Ratte mich platt gemacht? Bist du es, Großkreuz? Nein, Spaß, Spaß. So. Ah, das wird auf jeden Fall ein Fahrzeug sein. Und, ja. Okay, ja, Leute, ey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt mir ja geschrieben jetzt, dass es anscheinend 6 Episoden gibt. 3 mit Batman und Robin. Und 3 mit Shuriken. Deswegen mal gucken, wie lange das Let's Play geht, wenn wirklich alle... Oh shit, Mann, hab ich den Grind gemacht, Alter. Habt ihr das gesehen? Oh, die Hockstyle. Einfach mal. Ey! Oh, kleinen Ficker. Und der nächste, bang. Ja, wenn die alle so lange gehen wie das erste Kapitel, sind wir recht schnell durch mit Lego Batman. Ich glaube, das haben beim letzten Mal auch einige falsch verstanden, bin ich der Meinung. Wie gesagt, wenn es so bescheiden läuft wie jetzt, Lego Batman, dann werde ich mir das 5-mal überlegen, nochmal ein Lego-Spiel zu machen. Nur dazu, ja. Also, einige haben dann schon sich einen Plan gemacht, ja, dann zockt er das, und dann zockt er dies, und dann zockt er Star Wars, und dann zockt er Indiana Jones nicht, aber Fluch der Karibik kann er ja machen, und dann kann er auch nochmal Lego Harry Potter machen, und dann, wenn er Bock hat, Lego Batman 2 und 3 auch noch. Und Marvel wäre auch nochmal super, weil da kommt ja der Nachfolger dieses Jahr, und dann kann er das mal auf jeden Fall machen. Also, wait a moment, sag ich nur. Abwarten, Leute, abwarten, eins nach dem anderen. Aber, ja. Ist halt immer so... Ja, mal gucken einfach. Ich dachte, es wäre ganz cool so. Gerade läuft Batman Arkham Knight. Letztens lief noch... Lego Jurassic World. Dachte ich mir, Alter... Lego lief richtig gut, Batman läuft richtig gut gerade. Mach doch Lego Batman, das ist das Beste, was du machen kannst. Das wird den Leuten gefallen. Aber, ja. Muss ja auch. Muss und kann auch nicht jedem gefallen, aber ich hab mir ja schon ein bisschen mehr versprochen, bin ich ganz ehrlich zu euch. Aber passt, ich hab's jetzt angefangen. Und, mir macht es ja Spaß, deswegen wird es durchgezogen. Knallhart durchgezogen. Ich will hier bitte rein. Geh mal weg da, Batman. Aber das Schlimmste aktuell ist wirklich bei der Hitze aufzunehmen. Leute, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr klar.
Was macht Batman da? Alter, der zappelt sich da einer ab. Jetzt kletter! Komm runter, Junge! Komm runter! Schön, wie Robin sich schon mal verpisst. Der macht schon mal eine Flatte, obwohl er nicht Batman ist. Hallo? Ist hier was? Nein. Boah, es ist, Leute, es ist nicht mehr normal. Die Hitze ist nicht mehr normal, ey. Oh, scheiße. Und es ist schon abends, weißt du, wo es kühler ist. Nur noch 35 Grad anstatt 40. Aber egal. Was soll man machen, weißt du? Ich mach's nur für euch, Leute. Nur für euch. Für die 5 Leute, die noch zuschauen. Bam, bam, bam. Hau ab, ey. Haben wir jetzt eigentlich mal mittlerweile in einer Gruppe geklärt, welcher Robin das ist? Leute. Haben wir das mal geklärt? Ist es jetzt Dick Grayson? Ist es Tim? Oder ist es Jason? Weil ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass da seine Dingeserfahrung rauskommt. Seine Zirkuserfahrung. Und das ist doch Dick Grayson, der erste Robin, der zu Nightwing wird, oder? Oder täusche ich mich? Ich komme da echt durcheinander. Aber wenn es der erste ist, der zu Nightwing wird, dann ist der Nightwing ist ja der Typ, der mit der Zirkuserfahrung hat. Und ich bin der Meinung, das war der erste. Oder nicht? Nee, der erste ist Jason Todd, so rum. Genau so war das. Ich erzähle schon wieder Scheiße. Aber die Frage ist ja trotzdem, wer ist denn das? Ist es Jason? Ich denke schon. Dann ist es doch nicht der mit Zirkuserfahrung. Oder ich komme durcheinander. Leute, ihr seid doch die Experten. Ich weiß nur, dass Batman dieser... Ich weiß nicht, wie heißt der? Lance? Ich glaube Lance... Irgendwie Lance heißt der, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Lance McElroy oder sowas. Ich weiß es nicht. Ah, könnte sein. Natürlich hast du den nicht besiegt, weil du ein Lappin bist. Du bist ein Lappin, Mr. Robin. Egal wer du bist ein richtiger Loser. Also Tim wird's ja auch nicht sein. Hat Tim eigentlich immer eine Glatze? Weil in Arkham Knight hat er ja eine sehr, sehr kurz geschorene Haare. Ist das eigentlich auch Standard? Keine Ahnung, ja. Ich muss dazu sagen, ich habe schon ein paar Batman-Comics gelesen, aber ich muss sagen, nicht eine. Nein, warte mal, doch einer war, glaube ich, wo auch Robin dabei war, aber sonst. Einmal nur Batman alone vor sich und hat alle kaputt geschlagen, weil er Bock hatte. So wie ich jetzt hier die kaputt schlage. Bam! Der Multiplikator geht einfach viel zu kurz, ey. Natürlich muss ich ihn selber holen. Alles klar. Whee. Catwoman! Bam! Ist hier schon der Endfight? Was ist denn jetzt los? Nein. Wollte schon sagen, ey. Batman, du musst machen. Mache das richtig. Komm. Boah. Oh, Robin, Alter, da springst du, weißt du? Aber auf den Kran alleine, das kannst du nicht.
Oh Mann, ey. Verpiss dich, scheiß Ratte, ey. Wer soll denn die, habt ihr das gerade gesehen, den blauen Stein? Wer soll den einsammeln? Kann mir das mal jemand erklären? Welchen Sinn hat es, dass da ein blauer Stein rauskommt, wenn du den nicht erreichen kannst? Du kannst ihn nicht erreichen. Was ist denn das für ein Anzug? Hab ich irgendwas verpasst? Komm, jetzt machen wir Superheld voll hier. So. Das war natürlich das Dümmste überhaupt. Ich frage mich gerade, was für einen Anzug wir haben gerade. Springst du mal bitte? Ich kann einfach nicht springen, weil er doof ist. So, wir müssen erstmal auf jeden Fall hier mit dem Anzug hier hoch. Dann den Schalter aktivieren. So. Dann den kaputt schlagen. Einfach aufs Mieseste. Hier sliden kurz. Dann auf den warten, den kaputt schlagen. Dann nochmal hier lang, weil wir jetzt das andere Kostüm von Batman nehmen. Und jetzt machen wir das kaputt hier, einfach so just for fun, obwohl wir eigentlich schon genug Steine haben. Und jetzt, aufgepasst, machen wir das hier folgendermaßen. So, lassen das exploden. Basteln das zusammen. Ja, okay, reicht jetzt. Oh, oh, oh. Jetzt muss der Wechsel kommen. Das ist ja der Anzug, wo wir dieses kleine Fahrzeug bedienen können, oder? Batman, oh Mann, ey, du tust mir so. Du tust mir jedes Mal so weh, Batman. Da rein, bitte! Jetzt, Alter, jetzt hab ich's gecheckt. Schön den Haufen in die Mitte legen. Perfekt. Schön. Robin, bist selber schuld. Bist einfach nur dumm. Kein Wunder, dass Batman dich des Öfteren mal eingetauscht hat. Weil es war niemals die Entscheidung von Robin. Er wurde einfach entlassen. Na, seht ihr das? Wuhuhu! Wo ist Batman? Was schält er sich da einen ab? Was muss ich denn machen jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Batman! Batman, lieber Batman. Hallo, darf ich mal wechseln vielleicht? Ist es erlaubt? Ist es nicht erlaubt? Hallo? Hört ihr das? Wieso kann ich die Figur nicht wechseln? Ah, jetzt. Jetzt. Ey, ey!
Wäre mal cool eine Zwischensequenz, ey. Ich muss was trinken. Leute, vergesst nicht bei dem Wetter viel zu trinken, ja. Ist einfach so. Boah, die Fledermaus, sieht es da oben? Ah, jetzt kann ich was trinken. Boah, sorry. Aber ein Schluck Wasser muss einmal sein. Boah, ey, das erinnert mich. Vielleicht kennt es ja noch jemand von euch. Diese Steinfiguren da oben. Kennt jemand noch die Serie Die Gargoyles? Boah, war die krass damals. Alter Falter. Die verarscht mich. Geh doch mal weg, Robin, Alter. Du bist. Du nervst einfach nur. Die Alte verarscht mich. Schlag sie kaputt, Batman! Schlag sie! Das war's mit der Diebin. Alles klar, dann hätten wir Catwoman auch schon wegbesiegt. Wegbesiegt vor allen Dingen. Ja, kommt jetzt. Das Spezial-U-Boot des Pinguins erlaubt es ihm, Gotham City unter der Wasseroberfläche anzugreifen. Mit dem besonderen U-Boot kann der Pinguin untertauchen, sich seinen Feinden anpirschen und Torpedos auf sie feuern. Shit, Mann. Komm, bitte lass es ein Fahrzeuglevel sein. Yes! Die sind geil, Mann. Die machen immer richtig Bock.
Oh shit. Alter Robin,